Im letzten Part haben wir uns durch den Felstunnel gekämpft. Wir haben geschwitzt, geblutet und gebannt. Ob wir jemals aus der Dunkelheit herauskommen. Jetzt sind wir hinaus aus der Dunkelheit und ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu einem neuen Part. Pokémon Sonne, Pokémon die gelbe Edition. Ist zwar auch gelb, die Sonne, aber passt nicht so ganz. Part 12, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sind hier auf der nächsten Route schon außerhalb des Felstunnels und begeben uns jetzt so langsam aber sicher Richtung Next City, und zwar sozusagen. Das sieht hier schon sehr vielversprechend aus. Wo sind wir denn hier? Hört ihr's? Slivkoscope. Macht das Unsichtbare sichtbar. Slivkoscope. Die Musik kommt mir noch sehr bekannt vor. Dun, 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 dun. Lavandia, das Pokémon-Haus. Ich weiß es nicht, warum Lavandia so eine Musik bekommen hat. So eine gruselige Musik. Warum Lavandia so gruselig macht. Aber ja, hier sind wir in Lavandia. Die Stadt mit der Gruselmusik. Und das Pokémon Center hat immer noch dieselbe Musik. So. Es ist ein Gerücht für die Leute, die es noch nicht wissen, dass die Musik hier in Lavandia Town oder in Lavandia City bei längerem Anhören zu psychischen Störungen und zu Beeinträchtigungen des Körpers führen kann, bis hin zum Suizid. Gab's schlimme Berichte darüber. Oh, wie schlimm diese Musik doch sei. Binaurale Beats oder sowas. So ähnlich muss das gewesen sein. Aber ich kann euch sagen, das tut euch nur weh, diese Musik, wenn ihr dran glaubt. Hui, Beleber. Da muss ich mir doch gleich mal was von kaufen. Mal ein paar Beleber gleich mal hier einshoppen. Einshoppen ist wieder so ein guter Begriff. Ein Supertrank, auch mal ein paar. Und ein Beleber noch. Und noch einen Supertrank. Und rechts dann noch für den Superball. Ja, einen rechts noch. So. Suche nach Items, die die Fähigkeiten meiner Pokémon während eines Kampfes verbessern. Zum Beispiel X-Angriff, X-Abwehr, X-Tempo oder X-Spezial. Weißt du, wo ich sie kaufen kann? Vielleicht im Pokémon-Supermarkt, wenn du ein paar Orden bekommen hast. Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegte Pokémon wieder in Kraft geben. Okay. Ja, den kenne ich, den habe ich mir gerade besorgt. Das ist ein ganz sinnvolles Item. So. Ist natürlich klar, wenn man diese Musik ohne irgendwas dazu irgendwie einfach so als Sounddatei in einer Stundenversion hintereinander hört, dann kann das schon mal sein, dass du dadurch Kopfschmerzen kriegst. Das ist klar. Das ist. Sollte dir bewusst sein. Aber. So, jetzt im Let's Play. Nein. Komplett unmöglich. Pokémon-Haus, dann gehen wir doch mal rein. Gut, dann. Es könnte sein, dass das in der Gameboy-Version drin gewesen wäre, aber dann
wär's nicht in der Virtual Console mit drauf gewesen und wär's in Pokémon Heart Gold. Da gibt's nämlich eine Sache, da kannst du, wenn du die Top 4 geschafft hast, den Sound zurückstellen auf alte, auf die alte Spiel Grafik würde ich schon sagen, aber auf die alte Tonqualität und dann die Lavanga-Musik normal hören. Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Das weiß ich nicht. Dann sagt mir das jemand. Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Ist wohl ein ganz feiner Herr. Ja. Es sind keine Teilnehmerkarten mehr vorhanden. Okay. Ein Gewinnspiel. Okay, kein Interesse an einem Gewinnspiel. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachtern gehalten. Okay, ein Andachtsort. Lavanda, die edle violette Stadt. Mögen die Seelen der Pokémon im Pokémon-Turm in Frieden ruhen. So. Ich hasse Team Rocket. Gossos arme Mutter. Sie konnte Team Rocket einfach nicht entkommen. Für solche Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, ja. Was soll ich dazu sagen? Der offizielle Namensbewerter. Oha. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon werten? Wie denn? Ich habe denen doch keinen Spitznamen gegeben. Ja, dann gehen wir mal in den Pokémon-Turm. Och! Was ist denn mit der Musik hier los? Die ist tatsächlich ein bisschen schlimm. Ich bete für Pipi. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Okay, komm. Die Musik wird dann doch ein bisschen penetrant. Nicht, dass sie irgendwie psychische Sachen auslösen würde, aber penetrant ist sie dann auf Dauer doch. Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Verblichen. Ja, ich halte nicht viel von solchen Gerüchten und Theorien. Vulcano, warum hast du mich verlassen? Ich bin eine Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe. Ach, es sind die Geister, ja. Das kann natürlich sein, wenn das die Geister sind, dann... Ja... Hier ist auch alles braun jetzt hier. Nicht mehr pink, sondern braun. Gary, was macht denn der hier oben? Gary, du hier. Hallo, Zwergi, was machst du denn hier? Deine Pokémon scheinen ganz gut in Form zu sein. Naja, nach dem Kampf wird das anders aussehen. War mal wieder fällig, oder? Er hat mittlerweile 5 Pokémon. Hatte der das vorher schon? Los, Shiggy. Ja, ich habe die Musik jetzt ein bisschen runtergedreht, habe ein bisschen leiser gemacht. Die Hintergrundmusik ging mir dann doch ein bisschen auf den Senkel. Die ist im Turm ein bisschen intensiver als draußen. Ibitak. Okay. Und dann soll es also ein Kampf gegen den Rivalen Gary in Lavendia sein. Lavendia. Lavendertown. So. Es gab schon viele, die dazu auch auf YouTube Videos gemacht haben, was hinter diesem Mythos Lavendertown steckt. Ja. Es ist nicht neu. Also, Pokémon Gelb ist auch nicht mehr neu. Das ist
Es ist kein neuer Mythos, es ist kein neues... Wie soll ich sagen, wie heißt der Begriff? Neue Verschwörungstheorie. Das ist alles schon widerlegt und beseitigt. Das ist... bewiesen, dass es hier absolut keiner psychischen Störung zu befürchten gibt, wo man dieses Spiel spielt. Ich finde so, wenn man länger ein bisschen darüber nachdenkt, finde ich es eigentlich ein bisschen lächerlich, diese Theorie. Ja, dass dich Musik psychisch runterziehen kann. Ja, kommt vor. Also, ich habe schon Musiktitel gehört. Copyright-Free-Musik auf YouTube. Für Horror-Let's-Tests, da habe ich schon zwei davon gemacht, habe ich nach copyright-freier Horror-Musik gesucht. Da bin ich auf Sachen gestoßen. Uiuiui, wenn man die sich so ein, zwei Stunden anhört, da kann man schon ein bisschen runtergezogen werden, aber das kann einen schon ein bisschen Platz machen, aber hallo, wenn du dir immer stundenlang so eine Musik anhörst, dann ja gut, dann würde ich mal sagen, selbst schuld. Ich meine, irgendwann sollte man dann auch aufhören. Es gibt so ein Vorwarnsystem im Körper, das dir dann sagt, hör auf damit. Zum Beispiel, wenn dir die Ohren schmerzen, das ist so ein erstes Warnungssystem, was dir sagt, Junge, mach mal runter, komm runter, hör mal was anderes, gönn dir mal ein bisschen Ruhe, mach mal ein bisschen Kopfschmerzen, das auch ein Zeichen davon. Und bevor deine Psyche sich senkt, musst du da erstmal ein bisschen länger dran hocken. Ja, und wenn grundsätzlich, wenn du ernsthafte Probleme davon kriegst, wenn du dir traurige Musik anhörst, dann ist sowieso mit dir nicht mehr alles im Reinen, dann ja, dann sollst du ernsthaft mal darüber nachdenken, ob du dir mal professionelle Hilfe holst. Es ist nichts Schlimmes, sich professionelle Hilfe zu holen. Es ist... ja. Und für laute, nervige Musik gibt es Kopfschmerztabletten. Hier habe ich gerade was neben mir liegen. Nennt sich... na, wie heißt das? Tumapyrin Classic hier. Habe ich hier auf meinem Schreibtisch zu liegen. Hatte ich letztens Kopfschmerzen. Da habe ich mir eine halbe Tablette eingeworfen. Das soll auch helfen. Keine Werbung. Habe ich mir nicht von meinem eigenen Geld gekauft. Ich wurde auch nichts dafür bezahlt. Also das ist aus dem Schrank meiner Eltern geklaut. Ja. Was soll's? Es ist... ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist... ja. Verschwörungstheorien generell. Ja, man kann sagen, es ist immer was, ein Fünkchen Wahrheit dran, aber meine Güte. Ist an allem ein Fünkchen Wahrheit dran, du kannst es. Du kannst auch dran glauben und dich dann darüber beschweren, dass die Musik dran schuld ist. Das bist nicht etwa du selbst, weil du es dir einbildest, dass das was macht, sondern das ist die böse Musik. Immer die Schuld bei anderen suchen hat auch schon immer geklappt, schon seit Anbeginn der Menschheit hat das erwirkt, die Schuld bei anderen zu suchen. Nur nicht im eigenen Garten graben. Das ist ich und Schuld daran, dass es mir schlecht geht. Ah, nee.
Ich spreche aus Erfahrung. Aber nicht weiter verraten. Ja, ich hatte auch schon ernstere Probleme. Hab mir helfen lassen. Ich will nicht ausschweifend davon erzählen, das ist nämlich Privatsache, das geht euch einen Scheißdreck an, was ich für Probleme habe und hatte. Habe, ja, ich rede gerade mit der Kamera, das ist gerade mein größtes Problem, also ansonsten geht's uns gut. So, was soll's? Mit anderen sprechen. Das ist sowieso immer die beste Heilung. Wenn du glaubst, eine Musik im Spiel zieht deine Psyche runter. Geh mal zu deinen Freunden, wenn du da keine Freunde hast, wie ich und halt ein hobbyloser Let's Player bist, der halt mit seiner eigenen Kamera spricht, was machst du denn da? Dann gehst du deine Eltern. Ja gut, ST ist das jetzt auch nicht die Lösung des Lebens, aber ja, ich will jetzt keine Moralpredigt halten, dass die Eltern und so weiter immer die richtige Ansprache sind und so weiter und so fort. Sucht euch jemanden, wenn es auch nur eine Schwester ist. Und erzählt ihr davon. Erzählen bringt alles raus, auch wenn ihr einen Albtraum hattet. Erzählt davon euren Verwandten, Bekannten und dann fühlt man sich schon wieder viel besser. Und vielleicht kann dir dann auch derjenige, mit dem du sprichst, sagen und ein bisschen helfen, dass du wieder hochkommst. Und dir dann vielleicht auch sagen, dass die Musik dann vielleicht doch nicht 100% zu deinem Unwohlsein beiträgt. So, hier noch gepredigt, würde ich sagen. Schaffen wir mal diesen Kampf hier. Wie viele Pokémon hat denn der lieber noch? Ging daneben. Wieso geht Donnerschock daneben? Ich fasse es nicht. Seltsam. Es gibt auch einige, die aus meiner Community nicht. Also ich habe ja keine Community mehr. Schreibt ja jemand was in die Kommentare. Ich habe ja kaum Kommentarschreiber. Aber es soll ja Leute geben, die meinen, das ernst zu nehmen, alles ernst zu nehmen, was in Videos passiert. Also wenn ich mich aufrege oder über ein bestimmtes Spiel. Leute, das ist alles Schauspiel. Macht euch auch nicht fertig darüber, wenn ich hier im letzten paar Tagen, glaube ich, wahnsinnig geraged über die Höhle. Die dunkle Höhle. Leute, das ist ja auch ein bisschen Schauspielerei. Ich will nicht sagen, dass das viel Schauspielerei ist, aber ein bisschen ist dann auch noch mit dabei, wenn man sich über was aufregt. Ich liege nicht wirklich heulend am Boden, wenn ich herumschluchze und mich darüber beschwere, wie gemein so ein Trainer doch sei. Seufz, schluchz. Ja, bei mir wird das nicht das Problem sein. Ihr macht das schon immer ironisch genug, sarkastisch genug, damit das bemerkt. Etwas zu locker angegangen. Deswegen gewinnt einfach. Oh, Shiggy entwickelt sich. Ein paar EP-Punkte. Endlich ist es soweit. Eine weitere Entwicklung. Sieht irgendwie kacke aus, die Entwicklung in diesem Spiel. Aber es ist ja die erste Entwicklung. Wie macht sich dein Pokédex? Kumpel, ich habe kürzlich ein Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch kein Knoga.
Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Bis später. Ja, dann mal bis später. Man sieht sich. Ja. Du bist kein Trainer. Trainer gibt's ja wohl nicht. Selbst wenn wir können, die eigenwilligen Geister nicht identifizieren, man benötigt das Slivko, um sie zu erkennen. Okay. Okay, okay, okay. Oha, was war das? Das? Ein Geist. Mist, dieser Geist ist nicht identifizierbar. Okay. Dann fangen wir mal den Geist. Nicht identifizierbar, sagst du. Hau ab, verschwinde! Schluck kann sich vor Angst nicht bewegen. Hau ab, verschwinde! Ja. So ungefähr. Schluck kann vor Angst nichts bewegen. Was? Soll ich jetzt fliehen oder was? Du bist entkommen. Okay. Okay. Geist. Verschwinde, böser Geist. Verschwinde. Exorzisten möchte kämpfen. Das wird langsam hier wirklich gruselig. Nebulak. Dieser Geist. Was hatte es mit dem auf sich? Sie konnten scheinbar nichts tun. Ja. Wir konnten den nicht angreifen. Fragt sich wieso nicht. Kleinstein. Du setzt mal Schaufel ein. Ich weiß nicht, ob das was bringt bei Nebulak, aber... Ui, das Bild verschwimmt. Und gräbt sich ein. Schlecker bringt nichts. Mal sehen, ob Schaufel was bringt. Jupp, bringt was. Kann man so sagen. Jetzt gibt's hier auf einmal Trainer. In den unteren Geschossen nicht, aber jetzt gibt es auf einmal Trainer. Deswegen besiegt Exorzisten. Puh, der Geist ist verschwunden. Deswegen gewinnt einige IP-Punkte und geht siegreich. Geist taucht auf. Mist, dieser Geist ist nicht identifizierbar. Los, Kleinstein. Können wir immer noch nicht gegen kämpfen, oder? Hau ab! Verschwinde! Kleinstein kann sich vor Angst nicht bewegen. Ihr könnt euch vor Angst auch nicht mehr bewegen. Wenn ich das gut gesprochen habe, für mich klang es gut. Pokémon, sondern Geister. Was ist mit ihm los? Mist, dieser Geist ist nicht identifizierbar. Okay, kann ihn mal jemand identifizieren, damit er nicht mehr verschwinde, sagt. Okay. Ich habe so meinen Spaß daran, das so zu sprechen. Noch ein Trainer. Wir müssen weiterkämpfen. Ich verfluche dich. Ich hatte... Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht ist das irgendwie so bei mir... ein abgrundtiefer Teil meiner Seele. So ein böser... so ein böses Viertel meiner Seele, das irgendwie daran Spaß hat. Resident Evil Revelations habe ich gespielt. Irgendwie hat mir das Spaß gemacht. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... irgendwie habe ich da Blut geleckt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und Resident Evil kann doch schon mal vorkommen, dass du im wahrsten Sinne des Wortes Blut leckst. Aber auch im metaphorischen Sinne. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Auch das zu spielen. Obwohl in einem paar Tagen ja ernsthaft Angst gehabt. Weil ich ernsthaft Angst gehabt und ihr fast in die Hose gemacht. Ich sag nur Rachel. Üble Sache. Das habe ich ja immer nachts gespielt. Das habe ich immer so
abends so gegen 22 Uhr dann angefangen zum Let's Playen. Ich habe es aber, glaube ich, immer 18 Uhr oder so hochgeladen. Ich habe das mal so ein bisschen vorproduziert, was nachts auch atmosphärischer für mich war und B auch besser zu filmen war, wenn es dann draußen schon dunkel ist und dann ist man A darauf eingestimmt und B ist die Kamera auch dann besser in Einstellungen, Lichtverhältnissen und so weiter. Gerade ist es ziemlich Tag, also ich nehme das hier an einem helllichten Tag aus auf, also ist gar nicht so atmosphärisch gerade hier, also ist ja auch ein Pokémon Lavender Town. Können wir die Nebulak dann mal besiegen? Ich würde gern weiter. Dankeschön. Level 23, oha, das Team entwickelt sich. Ja, entwickelt sich nicht, aber ja, entwickelt sich ist das richtige Wort. Es wird stärker. Level wird nicht erlernt, okay. Ja gut, ich habe eine TM dafür. Besiegt Exorcisten. Was ist passiert? Gewinnt 690 Punkte und geht sich aus dem Kampf hervor. Schon mir das Item. Und was soll's? Deswegen findet Elixier. Können wir jetzt dank. So, da ist noch ein Item. Deswegen findet Aufwecker. Oh, das kann man gebrauchen bei Psycho-Pokémon. Ach nein. Ich will nicht nochmal den Kampf machen. Noch einen Trainer. Mist, dieser Geist ist nicht identifizierbar. Was sollen denn diese nicht identifizierbaren Geister? Kann ich die fangen? Kann ich die Pokéball auf die werfen? Deswegen setzt Pokéball ein. Es weicht den Ball aus. Dieses Pokémon lässt sich nicht fangen. Aua, verschwinde! Ich habe bestimmt irgendwo einen Dämon in dem Viertel meiner Seele. Der kann das, der mag das. Geist! Nein! Ah! Muss ich glaube nicht an Exorzismus oder so einen gruseligen Krams. Ich glaube daran, dass irgendwie das verstorbene Menschen auch ihre Seelen irgendwie da sein können. Irgendwie. Dass die nicht komplett verstorben sind, sondern dass die Verwandten und Bekannten irgendwie noch sehen können und da bei ihnen noch sind, irgendwie in der Nähe von ihnen und nicht wirklich Materie sind, sondern irgendwie da sind. Ich weiß nicht, ob man das Geister nennen kann, aber ich hab's gerne mal so umschrieben. Aua, verschwinden! Ich werd schwächer. Ich war gerade so im Flow bei mir reden. Was soll dieser Geist? Oha, was passiert? Du hast einen geschützten Bereich betreten. Zwei dieses Pokémon werden geheilt. Oh, schön. Schön, schön. So, sind wir dann bald mal oben. Oder was? Und dort das noch ein Weilchen, muss ich das noch ein paar Parts lang strecken. Dauert das wieder so lange wie die Höhle. Muss ich auch über zwei Parts lang. Naja, anderthalb. Ziehen. Nugget. Cool, kriegen wir wieder Geld. In die Kasse. So. Die Zubats in der Höhle sind hier diese Geister. Was auch immer das für ein Geist ist. Spielt bestimmt irgendwo noch eine Rolle. Wir kriegen das bestimmt auch irgendwann mal erklärt. Hoffentlich kriegen wir das erklärt. So, wo muss ich lang? Hier unten oder da oben? Hier im Kampf gegen mich. X-Treffer. Können wir dem Typ da unten geben. Was? Noch mehr Trainer. Ein Geist.
Diese Geister gehen mir nachts auf den Senkel. Verschwindet und kommt nie wieder. Dann sagt ihr die ganze Zeit zu mir, macht's mal selbst. Was, wie weit kann die sehen? Buhuhu. Oh, dann halt noch ein Pokémon von dir, Nebulak. Ich weiß, was ich tun soll. Nämlich erstmal ein Item nehmen. Einmal hier. Na, wo ist es? Ein Supertrank. Und dann mal einmal Schaufel einsetzen. Konfusstrahl. Ich hoffe, Geilstein hält's aus. Okay. Hat ausgehalten. Ist verwirrt. Schlecker. Dürfte auch was halten. So. Einmal bitte vergraben. Vergeh dich vergraben, Kleinstein. Mann. So nicht. Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Mann. Was bist denn du für ein Lappen, dass du dich vor Verwirrung selbst verletzt? Ja, jetzt kannst du dich wirklich selbst vergraben gehen. Mann. Ist nicht mehr verwirrt. Gut. Was ist denn das auch? Vor Verwirrung selbst verletzt. Verstehe ich einfach nicht. Verstehe ich genauso wenig wie die Geister hier. Irgendetwas hat mich verlassen. Dein Pokémon wahrscheinlich. Ein Sonderbonbon. Hui. Ja, wir haben es gesehen. Geister sind hier überall. Kannst dich mal verdünnisieren. Das wären doch diese zwei Seiten dieser Psycho-Pokémon, die wir hier noch nicht fangen können. Lasst mich in Ruhe, ihr Geister. Ich habe euch nicht getan. Verschwindet, Eindringlinge. Okay. Geist taucht auf. Der sieht aber ein bisschen anders aus. Ein grüner Geist. Level 30. Tun wir den jetzt mal. Hau auf, Verschwinder. Kann sich nicht bewegen. Okay. Verschwindet, Eindringlinge. Reicht aus. Dieses Pokémon kann sich nicht. Haut ab, verschwindet! Flucht. So, den halt nicht. Dann schleiche ich halt den ganzen Weg hier wieder raus. Dann schleiche ich mich halt. So, mach ich mal hier Fluchtseil. Geht dann halt nicht. Da kommen wir halt nicht auf die Spitze des Turms. Jo, dann haben wir uns heute mal ein bisschen durch den Turm hier gekämpft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Glaube ich, nach oben sollte das der Fall gewesen sein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Im nächsten Part geht es ja weiter. Dann gucken wir uns mal hier um, was wir noch finden können. Vielleicht finden wir auch den Typen hier, der Mr. Fuji oder sowas, der hier im Haus sein soll. Der dem Haus hier zugehören soll. Wie auch immer. Bis dahin habt noch eine angenehme Zeit, gehabt euch wohl und haut drinne, bis zum nächsten Part.